Und ich wünsche der deutschen Regierung Weisheit, Demut und vor allen Dingen Pragmatismus und keine Ideologie. Womit beginnen wir in diesem Jahr? Wir beginnen mit dem Rückblick Geopolitik. Die Ukraine-Krise geht weiter, Erschöpfungszustände sind da, aber ein Ende der Auseinandersetzung ist im Moment nicht erkennbar. Dann schauen wir Richtung Gaza. Dort sehen wir eine Zuspitzung der Lage, einmal über Übergriffigkeiten im Westjordanland, aber auch in den Grenzregionen Libanon und Israel kommt es immer wieder zu Feindseligkeiten. Das Ganze ist nach wie vor kritisch. Ergo belastet dieser Sektor der Geopolitik nach wie vor die globale Wirtschaft. Und nicht nur die globale Wirtschaft, nein, auch die Finanzmärkte. Wenn wir Richtung Deutschland schauen, dann erleben wir am 8. Januar den zivilen Ungehorsam. Und es geht hier nicht nur um die Agrarwirtschaft. Es geht eigentlich um die grundsätzliche Frage einer Politik, die erzieht, die immer stärker ein Top-Down-Ansatz ist in der Einschränkung der Unternehmen, der Zivilbevölkerung. Und insofern gilt es mal abzuwarten, wie der zivile Ungehorsam sich weiterentwickelt. Denn Fakt ist, dass diese Regierung überhaupt keine Mehrheit mehr in der Bevölkerung hat. Wenn wir die bürgerliche Mitte uns einmal anschauen, dann ist sie mit dieser Politik nicht einverstanden. Und die Frage ist, ob die Politik die Demut entwickelt, daraus notwendige Rückschlüsse zu ziehen und auch Wendungen vorzunehmen. Dann schauen wir einmal kurz in Richtung Inflationsthema. Ein wichtiges Thema im letzten Jahr hat uns das Inflationsthema in Spannung gebracht. Das war gut und das soll sich laut Umfragen des IFO-Instituts und des Schweizerischen Instituts. Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Weiter fortsetzen. Wir haben Entwicklungen, die einen deutlichen Rückgang der Preisinflation über die nächsten 3 Jahre implizieren. Das erwartet sowohl der Internationale Währungsfonds als eben auch die Beteiligten bei dieser Umfrage, die 124 Länder und 1500 Befragte umspannte. Dann schauen wir in Richtung der Weltkonjunkturlage. Die Weltkonjunkturlage bleibt sehr heterogen aufgestellt. Asien ist nach wie vor der Motor, keine Frage, allen voran Indien und China setzen hier die positiven Ausrufungszeichen, was die Wachstumsraten anbetreffen in der Weltwirtschaft. Die USA, Japan laufen einigermaßen rund. Und Europa, allen voran Deutschland, stolpert hinterher. Und das Thema Stolpern ist vielleicht sogar, wenn wir über Deutschland reden, eine Beschönigung. Wenn wir die aktuellen Daten nehmen, Einzelhandelsumsätze eingebrochen, Industrieaufträge heute früh, auch mit wenigen positiven Impulsen, deutlich geringer als erwartet, 0,3% plus und 1% waren erwartet. Das sind alles Daten, die zur Nachdenklichkeit in Berlin anregen sollten. Schauen wir auf die Märkte. Das Jahr fängt an mit einer Erosion der Marktzuversicht. So möchte ich das nennen. Wenn wir auf die erste Woche schauen im neuen Jahr, dann sehen wir Gewinnmitnahmen, dann sehen wir an den Aktienmärkten, an den Rentenmärkten ein ähnliches Bild. Wir hatten Rendite-Tiefstände um 1,90 bei der 10-jährigen Bundesanleihe. Heute früh das Eröffnungsniveau bei 2,17. Und natürlich ist auch der Renditeanstieg dann wieder ein Stolperstein für die Aktienmärkte. Also die Zuversicht erodiert zunächst einmal in der ersten Berichtswoche. Und dafür gibt es viele, viele Datensätze, die das Ganze auch am Ende begründen. Auch aus den USA zuletzt enttäuschende Dienstleistungsindikatoren. Wir schauen mal auf die Woche. Es wird eine Woche wieder der Preisindizes, aber nicht nur der Preisindizes. Morgen früh bekommen wir die Industrieproduktionsdaten Deutschlands um 8 Uhr erwartet, plus 0,2% nach minus 0,4%. Ja, da gibt es immer noch Auftragsbestände, also hier sind Überraschungen möglich, aber zuletzt die Daten im Jahresvergleich minus 3,38% zeigt einfach eine prekäre Situation. Dann folgt mittags um 12 Uhr der NFIB, Small Business Optimism Index aus den USA, also die Gemütslage kleinerer Unternehmen, zuletzt 90,60 Punkte. Im historischen Kontext ein schwaches Niveau, keine Prognose
verfügbar. Dann geht es weiter um 14.30 Uhr mit der Handelsbilanz der USA. Hier erwartet ein Defizit von minus 65 Milliarden nach minus 64,3 im Vormonat. Also hier bleibt es bei strukturellen Handelsbilanzdefiziten in den USA, aber es sollte nicht so marktrelevant sein. Dann gehen wir weiter am Mittwoch. Am Mittwoch bekommen wir als wesentliches Datum nur den Hypothekenmarktindex von der Mortgage Bankers Association. Zuletzt ein Einbruch auf 173,5 Punkte. Im Hinblick auf die Zinsversteifung am Kapitalmarkt, auch in den USA, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es hier zu nachhaltigen Aufwärtsbewegungen in der letzten Berichtswoche gekommen ist. Dann Donnerstag die Preisdaten. Verbraucherpreise aus den USA erwartet im Jahresvergleich jetzt 3,2%, nach zuvor 3,1%. Ja, Basiseffekte laufen aus. Das ist ganz wesentlich. Das betrifft alle westlichen Nationen. Und damit sind diese großen Sprünge bei der Preisinflation Geschichte. Ganz im Gegenteil, es gibt dann sogar jetzt in den nächsten Monaten auch wegen der Basiseffekte wahrscheinlich bei der Gesamtrate eher Stabilität auf dem aktuellen Niveau oder sogar leichte Anstiege. Interessanter dabei ist dann die Kernrate. Also das kommt selber aus der Volkswirtschaft. Die Kernrate soll in den USA von 4% im letzten Monat jetzt auf 3,8% sinken. Das heißt, die Gesamtrate und die Kernrate nähern sich an. Die Kernrate geht runter und das ist ein wichtiges Datum auch für die US-Notenbank. Ich schaue im Moment stärker auf die Kernrate, weil es mir sagt, was passiert mit den inflationären Kräften selber in der Volkswirtschaft. Das ist aussagekräftiger als jetzt die Gesamtrate, ob die plus 0,1, plus 0,2 ist. Obwohl der Markt wird genau anders drauf schauen, aber faktisch normativ ist der Blick auf die Kernrate sinnstiftend. Dann kommt das Federal Budget. Zuletzt minus 314 Milliarden im Berichtsmonat November. Für Dezember keine Prognose verfügbar. Im letzten Jahr war es ein Defizit von 85 Milliarden. Das Jahr zuvor 21 Milliarden. Das ist ein Steuermonat, da kriegt der Staat Steuereinnahmen. Und selbst dabei haben wir jetzt Defizite. Das ist die entscheidende Größe. Wahrscheinlich höher als 85 Milliarden. Wenn wir uns die Daten anschauen fürs vierte Quartal, was auch das erste Quartal des Fiskaljahres in den USA ist, hatten wir eine Neuverschuldung nur in diesem Quartal in der Größenordnung von 3% der Wirtschaftsleistung, aufs Jahr hochgerechnet also 12%, zeigt einfach, dass die Haushaltslage in den USA prekär ist. Freitag. Wir bekommen Preisdaten aus China, Erzeugerpreise und Verbraucherpreise. Zuletzt die Verbraucherpreise bei minus 0,5%. Es bleibt hier voraussichtlich beim deflationären Gesamtbild. Erzeugerpreise zuletzt minus 3%. Da kann es auch wegen Basiseffekten ein Stück weit sich entspannen. Aber das deflationäre Umfeld sollte Bestand halten. Dann die Handelsbilanz aus China. Dort zuletzt einen Handelsbilanzüberschuss von knapp 68,4 Milliarden Dollar. Was hatten wir? Die Exporte im Jahresvergleich plus 0,5 im letzten Quartal, im letzten Berichtsmonat. Importe minus 0,6%. Dort gibt es keine Prognosen, aber die Situation sollte weiter für China auskömmlich sein. Also hier keine großen Verwerfungen. Den Abschluss macht dann am Freitag die Veröffentlichung der Erzeugerpreise. Hier wird erwartet, dass es einen Anstieg gibt im Jahresvergleich von zuletzt 0,9% Richtung 1,3%. Nochmal auslaufende Basiseffekte, das sind keine Überraschungen. Und insofern sollte das Datenpotpourri in dieser Woche nicht so belastend sein. Aber die Nervosität bleibt. Sie bleibt im Hinblick auf Geopolitik, auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. Und insofern erwarte ich an den Märkten keine großen Sprünge. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen,
müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.